Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Ducky LP. Jo, und hier sind wieder einige nette Schüler. Wollen wir doch mal direkt Hallo sagen am Anfang der Folge? Hallo Mühe Summer D, wie geht es dir? Hey Ducky LP, du Strunk. Ja, okay, sehr kreative Beleidigung, würde ich mal sagen, habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Freut mich auf jeden Fall, dass es dir anscheinend ganz gut geht. Hallo, wer bist du? Olaf, bleib mal stehen. Hey Olaf, was geht bei dir? Hey Olaf, hau ab. Alles klar, ist ja gut, entspann dich. Immer diese Slytherins, Leute. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu der heutigen Folge von Let's Build Hogwarts. Und in der heutigen Folge werden wir einige sehr, sehr coole neue Bauabschnitte zusammen erkunden. Und ich habe auch wieder einen Kommentar am Start und muss noch einmal ganz kurz einen kleinen Disclaimer raushauen. Aber bevor ich das mache, schauen wir doch einfach mal gerade ganz kurz, was wir heute als Aufgabe in Angriff nehmen. Beziehungsweise welche Aufgabe ich als nächstes in Angriff nehmen möchte, weil es steht etwas an, Leute. Es steht etwas an und ich habe dezente Wortfindungsstörungen heute wieder. Und ja, deswegen, ich bitte das zu entschuldigen. Was steht denn genau an? Ja, ich fange einfach schon mal ganz dreist hier an. Ich glaube, vielleicht erkennt dann der ein oder andere, was ich jetzt auch wieder vorhabe. Und vielleicht wird sich jetzt auch der ein oder andere die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken, holy shit, Daniel, was machst du da bitte? Und die Frage wäre nicht mal wirklich weit hergeholt, weil ich könnte euch absolut verstehen. Es ist absolut seltsam, was ich hier gerade mache. Aber ich erkläre es gerne, Leute. Ich habe ja schon vor ein paar Folgen gesagt, es werden aber vielleicht auch manche wieder vergessen haben oder vielleicht haben manche die Folge auch nicht gesehen, aber ich habe vor ein paar Folgen gesagt... Alles klar. Ich habe vor ein paar Folgen gesagt, dass ich gerne den Kellerbereich, den Kerkerbereich von Hogwarts noch mehr nach unten versetzen möchte, weil man in den Vorlagen, also vor allem auch in den Harry Potter Computerspielen und in den Playstation Spielen, des Häufigeren sieht, dass der Kerker von Hogwarts wesentlich tiefer liegt, also dass nicht einfach nur eine simple Treppe nach unten führt, sondern ja, mehrere Treppenkonstrukte, also ähnlich wie oben auch. Und ja, das hat mich eigentlich nie so wirklich gestört. Ich habe mir selber gesagt, ja, ist jetzt nicht ganz so wild und ich habe das eher nach der Version gebaut von Harry Potter und der Orden des Phönix aus Teil 5 von dem Computerspiel. Und dort war es, soweit ich weiß, bitte nagelt mich nicht drauf fest, oder nagelt mich generell einfach nicht. Jedenfalls war das dort so, wie ich es hier auch umgesetzt habe, eben mit der einzelnen Treppe. Und ja, deswegen hatte ich damit auch bisher kein Problem, weil ich mir immer einreden konnte, ja, eine Hogwarts-Version, die ist ja auch so. Aber das Problem, was mich jetzt schlussendlich dazu gebracht hat, diese Aufgabe tatsächlich in Angriff zu nehmen, ist, ja, der Kerkerbereich an sich. Denn das Problem an der ganzen Kokolores-Kacke ist nämlich, dass ich Probleme habe mit der Tiefe. Also, wir haben den Kerker hier gebaut, aber ich, Esel, habe überhaupt nicht nachgedacht. Also wirklich so gar nicht. Ich weiß gar nicht, was mir da irgendwie im Kopf rumgeschwirrt ist. Anscheinend gar nichts oder wenn, dann nur Kokolores-Kacke. Jedenfalls kommen wir da super, super schnell an die Oberfläche und können gar nicht wirklich hohe Räume bauen, weil, ja, wir nur ganz knapp unter der Erde sind. Das ist total hirnrissig einfach. Ich glaube sogar, der obere Stein da, den ich gerade mit dem Fadenkreuz antippe, das ist, ja, die oberste Ebene, quasi der Meeresspiegel, wenn man das so sagen möchte. Und ich glaube, da sieht man auch schon, dass der nicht wirklich hoch ist und dass wir kaum Möglichkeiten haben. Jetzt sind wir ja im Kerker da schon dazu übergegangen. Alles klar. Jetzt sind wir ja schon im Kerker dazu übergegangen, dass wir Treppen nach unten bauen, damit wir da besser klarkommen. Und wer ist das schon wieder? Ist das noch ein verschütteter Schüler? Hey, moin. Ja, das sind verschüttete Schüler und hier fallen noch mehr rein. Freunde der gepflegten Unterhaltung, ihr... Oh, weia. Ja, ich hole euch irgendwie bald hier wieder raus, Simon. Und, du Mädchen, dessen Name ich gerade nicht sehen kann. Ja, wir werden das schon hinkriegen. Ja, also wir haben bisher ja schon Treppen nach unten gesetzt. Und das war eine Methode, um ein bisschen an Tiefe zu gewinnen. Aber ganz ehrlich, Leute. Mir persönlich ist das ein riesen Dorn im Auge. Und ich dachte mir, wir könnten das ja nochmal als zusätzliche Aufgabe für die Zwischenfolgen machen. Immer wenn ich mal gerade so keine Zeit habe für andere Dinge. Oder wenn ich zum Beispiel gerade Steine brauche. Weil jetzt kommt wieder meine mehrere Fliegen mit einer Klappe mit.
Methode. Wenn wir mal Steine brauchen und farmen müssen, können wir gleichzeitig farmen und hier einen Baufortschritt schaffen, weil ihr müsst ja auch bedenken, ich muss hier auch die Steine hier abbauen und ja, dadurch würden wir einige Steine dazu gewinnen und es wäre gleichzeitig eine Bauaufgabe, weil wir ja eben einen Baufortschritt machen, ne? Ist, denke ich, einleuchtend. Und deswegen, denke ich, ist die Aufgabe auch für diese Staffel ganz akzeptabel und eventuell auch für euch eine coole Sache, weil natürlich auch das Treppenhaus dadurch wesentlich größer wird und wir noch mehr Möglichkeiten bekommen, den Kerkergang nach unseren Vorstellungen zu bearbeiten. Ja, Leute, ich glaube, das könnte ganz geil werden. Lasst uns mal gemeinsam abwarten, wie das dann wird. Und ja, wie genau ich das machen werde, beziehungsweise wie tief ich das genau machen werde, das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht. Ich werde mich da so ein bisschen leiten lassen, beziehungsweise habe ich auch die Gelegenheit, einfach lange genug zu warten, um eure Meinung zu erfahren und werde das sehr wahrscheinlich auch tun. Also ich werde da jetzt nicht irgendwie eigenständig sagen, ja, so tief und jetzt ist gut und Ende. Nee, das werde ich nicht machen, Leute. Ich werde es wirklich so machen, dass ich euch vorher fragen werde, dass wir da nicht irgendwie gegeneinander arbeiten, sondern immer noch miteinander, ne? So, ich räume mal eben ein bisschen mein Inventar leer, weil ich schon wieder vollgestopft bin ohne Ende. Und eigentlich müsste ich auch noch ein Thema vorlesen. Ich habe mir extra ein Thema rausgesucht, weil, ich eigentlich dachte, dass die Aufgabe so simpel wird, weil wir müssen ja erstmal nur ein bisschen abbauen, dass ich da auch ein Thema unterbringen kann. Aber ich merke gerade, dass das doch ein bisschen knapper wird. Aber ich werde mein Bestes geben, denn ich habe noch ein ganz kleines Zwischenthema für euch, Leute. Eine ganz kurze Anmerkung, mehr ist es aber auch nicht. Und zwar, ja, ist es so, dass ich ja letzte Woche Montag gesagt habe, dass ich jetzt in den Montagsfolgen immer solche, ja, Kommentar-Beantwortungs-Folgen mache, also wo ich quasi eure Kommentare direkt umsetze, damit ihr halt auch seht, dass eure Meinung Gewicht hat, dass ihr seht, dass eure Kommentare umgesetzt werden und so weiter und so fort. Und ja, dieses Mal, also diesen Montag, gibt es eine einmalige Ausnahme, weil ich gerade auf dem Elbenwald-Festival bin, wenn ihr die Folge hier seht. Zumindest glaube ich das. Warte mal, wann kommt die Folge raus? Nee, Quatsch, am Montag, ne? Dann kommt die Folge nicht beim Elbenwald-Festival raus, also ich kann mich auch gerade vertun, aber dann ist es so, dass ich, ja, trotzdem diese Woche noch vorproduzieren muss, weil ich ja auf dem Elbenwald-Festival war und dementsprechend, ja, die Folgen, ja, durchaus, ja, schon fertig sein sollten, weil ich habe in der ersten Montags, am ersten Tag, am Montag, genau so macht der Satz mehr Sinn, nicht die Zeit, um eine ganze Woche LBH aufzunehmen. Dementsprechend muss ich diese Woche vorproduzieren und kann deswegen nicht in dieser Montagsfolge auf aktuelle Kommentare eingehen. Aber ab nächster Woche, ab dem nächsten Montag und danach fortlaufend, werde ich mir immer für jede Montagsfolge ganz gründlich die Kommentare der letzten Woche durchlesen und ja, einige Ideen dann umsetzen. Nicht alle, ist klar, das ist jetzt nicht irgendwie die Aussage von mir, dass ich immer alle Kommentare dann umsetze, aber einige. Dass ihr halt seht, ey, die Kommentare kommen an, die Kommentare haben einen Sinn und werden auch umgesetzt. Und ja, das wird auf jeden Fall dann ab nächster Woche Montag auch wieder der Fall sein, genau. So, ich muss jetzt mal gerade überlegen, Leute, weil wir müssen natürlich dadurch auch den Gemeinschaftsraum und die Küche umändern. Da graut's mir ehrlich gesagt ein bisschen vor, weil wir müssen die ganze, also es ist ein riesen Rattenschwanz, der damit gebracht wurde. Und ja, wir könnten natürlich jetzt erstmal hergehen und hier alles zumauern. Ich lasse das jetzt erstmal so. Also wir bauen hier den Boden ab und ja, dann machen wir die ganzen Korrekturaufgaben, die da mit ja, einfließen später. Also es wird keine kurze Aufgabe, es wird eine sehr lange, ausführliche und intensive Aufgabe. Aber ganz ehrlich, es war bisher immer eine Schnapsidee von mir, dass ich am Kerker so viel gearbeitet habe, weil es war eigentlich schon die ganze Zeit klar, dass das ein Problem werden könnte. Aber der schlaue Daniel, der sich natürlich nicht belehren lassen will, der macht es natürlich trotzdem und merkt jetzt, ach scheiße, das war ja nicht so clever. Und ja, das ist manchmal typisch für mich, aber ja, nein, es ist eigentlich immer typisch für mich. So, ich lese jetzt mal den Kommentar vor, Leute, weil sonst wird das heute in der Folge wahrscheinlich gar nichts mehr. Und ja, der heutige Kommentar kommt nämlich von der... Genau, Daniel, du bist sehr gut. Ach, übrigens, noch eine ganz kleine Anmerkung. Die Fackeln bewegen sich nicht. Ich glaube, ich lasse die aber wieder bewegen. Weil momentan habe ich eine unglaublich beschissene... ja, eine unglaublich beschissene FPS-Zahl. Ihr werdet das wahrscheinlich gar nicht so wirklich merken. Moment mal, wann leuchten die nochmal? Oder brennen so richtig? Wartet mal, Rain, Void, Flame habe ich on, Fire habe ich on, Smoke, Animated, das könnte man vielleicht noch nehmen. Items Animated, Textures Animated, ach, keine Ahnung.
Hallo, könnt ihr... Ja, jetzt rauchen die zumindest wieder. Aber wirklich bewegen tun die sich immer noch nicht. Egal, Leute, mache ich im Off. Also, ich habe nur ein paar Sachen ausgestellt, weil meine FPS da momentan richtig am Eskalieren ist. Also, ich bin bei knapp unter 30. Ihr werdet das nicht so krass merken, weil ich ja die Folgen auch immer auf 30 FPS runterrender. Aber... irgendwie momentan ist es mit LBH ziemlich schwierig. Ich glaube, das liegt daran, weil wirklich die Map langsam an ihre Grenzen kommt, was das Technische anbelangt. Denn, ja, mein PC ist zwar unglaublich geil, ist er wirklich, ich kann euch gerne gleich die Spezifikation nennen, aber, also damit ihr mir glaubt, dass er wirklich geil ist. Aber, ja, die Minecraft-Map ist langsam nicht mehr so wirklich PC geeignet. Also sie ist einfach zu groß. Sie ist fast schon 2 GB groß. Und ja, je mehr Fackeln wir setzen, je mehr NPCs wir setzen, umso ressourcenfressender wird das Ganze. Und langsam aber sicher, glaube ich, kommt mein PC an die Leistungsgrenze. Und mein Gott, Leute, ich habe eine GTX 1080 Ti eingebaut. Einen i7 8000 Schlag mich tot Quad-Core, glaube ich, Prozessor mit 3,6 GHz und 32 GB RAM. Also ich glaube, eigentlich sollte der PC leistungstechnisch nicht so schnell eingeholt sein, aber ja, LBH sollte man nicht unterschätzen. Und wenn dann Leute lachen, zum Beispiel auf Facebook, Leute, ich wurde so oft ausgelacht, als ich da gefragt habe, ob dieser PC für meine Anforderungen reicht. Also ich habe diesen PC halt gepostet und mit Minecraft und so erklärt und die Leute haben mich quasi ausgelacht, dass ich mir so einen PC für Minecraft kaufe, weil der PC einfach viel zu gut dafür ist. Und ja, jetzt möchte ich mal bitte wissen, wer zuletzt lacht hier, ne? Weil ich meine, meine Minecraft-Map ist nur noch von richtig krass High-End-PCs zu spielen und alle User unter euch, die vielleicht gerade hier zuschauen und sich das Ganze mal selber angucken wollen und selber mal auf dieser Map spielen wollen, die können mit einem, ja ich sag mal 800 oder 1000 Euro PC da gar nichts reißen, weil die Map einfach viel zu komplex geworden ist. Also hätte ich auch nicht kommen sehen, dass das so schnell passiert, aber ja, ist halt ein ziemlich krasses Ding. So Leute, ich schweife die ganze Zeit ab, Memo an mich selber, Daniel, also ich werde den Kommentar jetzt gegen 12, also gegen Minute 12, 13 einbauen. Ja, eigentlich hätte ich nämlich mehr Zeit gebraucht, aber dann wird die Folge halt ein bisschen länger, Leute, ist ja für euch auch kein Problem und ich bin gerade ziemlich im Redeflow, also von daher ist das nix Problem. Denn die liebe Mrs. Miller 77 hat folgenden Kommentar geschrieben. Thema für LBH. Wie konnte aus Harry, der in seiner Kindheit ja nur ein einziges Jahr mit elterlicher Liebe aufgewachsen ist, ein so gefühlvoller, empathischer und freundlicher Mensch werden? Kinder lernen ja viel über eigene Erfahrungen und die Vorbildfunktion Erwachsener. Ja, eine mega interessante Frage, vor allem weil es eine psychologische Frage ist und ja, reden kann ich halt auch nicht, Leute. Philosophie und Psychologie sind so meine liebsten Themen, was LBH anbelangt, weil man da einfach mega viel rumphilosophieren und rumdiskutieren kann und ja, man sich da auch mit den Zuschauern sehr gut auseinandersetzen kann. Also lade ich euch natürlich auch heute wieder gerne dazu ein, mir eure Kommentare in die Kommentare zu schreiben. Genau. So, ja, wie konnte aus Harry denn so ein empathischer Mensch werden? Ich habe schon vor der Folge so ein bisschen darüber nachgedacht, weil es ja auch eine sehr, ja, durchaus schwierige Frage ist, weil natürlich hat Mrs. Miller meiner Meinung nach auch recht. Ja, die Erziehung des Kindes spielt natürlich eine maßgebliche Rolle für die weitere Entwicklung dieser Person. Und bei Harry war es ja tatsächlich so, dass seine Tante und sein Onkel nicht unbedingt so herzlich zu ihm waren und er dementsprechend auch gar nicht so wirklich Erfahrung im Herzlichsein hatte. In seinem ganzen Umkreis hatte er keine wirklichen Freunde. Er wurde gemobbt von Dudley und seiner Gang. Er wurde, ja, zu Hause kann man ja auch schon fast vom Mobbing reden. Also das, was Tante Petunia und Onkel Vernon mit dem Arm abgezogen haben, war ja nicht wirklich weit entfernt von Mobbing. Oder vielleicht war es auch Mobbing. Ich will das jetzt nicht genau differenzieren. Jedenfalls hat er nie wirklich Herzensliebe erfahren. Es gibt allerdings für mich so ein paar Argumente, die dafür sprechen, warum Harry trotzdem es geschafft hat, ein empathischer, liebevoller und, wie hat sie es geschrieben, freundlicher Mensch zu werden. Und zwar glaube ich, war bei Harry der größte Aspekt, dass er eben trennen konnte. Trennen zwischen dieser realen Welt und eben der magischen Welt, wo er ja eigentlich auch hingehörte. Und ich glaube, bei Harry war es ja auch der Fall, dass er wusste, dass seine Eltern tot sind und dass seine Zieheltern, sage ich jetzt mal, also Tante Petunia und Onkel Vernon, dass die eben nicht seine richtigen Eltern waren. Und so konnte er sich vielleicht auch gefühlsmäßig so ein bisschen abkoppeln, weil man ja auch gemerkt hat, er war sehr, sehr, also
nicht unbedingt introvertiert, aber von seiner Art war er introvertiert. Also die ganze Zeit in seinem Schrank chillen und die meiste Zeit alleine sein. Also ich will nicht sagen, dass er von seiner Person her introvertiert war, weil das war wahrscheinlich den Umständen geschuldet. Aber ich würde sagen trotzdem, dass er sich so zu einer introvertierten Person aufgrund der Umstände gemacht hat. Und ja, deswegen hat er sich wahrscheinlich auch aus dem Leben, wie er es da erlebt hat, ein bisschen abgekoppelt, abgegrenzt und ja, so sein eigenes Ding quasi gelebt, weil man muss ja sagen, wo hätte er denn Freude empfinden sollen bei der Dursley-Familie? Wo hätte er da Freude empfinden sollen? Beim täglichen Mittagessen? Bei den Hausaufgaben? In der Schule? Wo hätte er Lebensfreude kriegen können? Also wirklich nirgendwo. Und damit eine Person das psychisch überhaupt so durchsteht und dann nicht komplett irre wird wahrscheinlich, muss man sich auch irgendwie vom Kopf so ein bisschen davon distanzieren. Und ich glaube, das hat Harry auch ganz gut geschafft, weil man auch gemerkt hat im ersten Band von Harry Potter, dass er zwar, ja, klein mit Hut war, um das vielleicht mal so zu formulieren, aber trotzdem hatte er noch ein relativ loses Mundwerk, was Onkel Vernon so. Also er hatte ab und zu mal so einen flotten Spruch auf den Lippen und das sagt mir persönlich, hey, Harry hat zwar Angst vor seiner Tante und vor seinem Onkel, aber nicht so, dass er, ja, gar nicht mehr darauf klarkommt oder so eine psychische Beeinträchtigung schon dessen hat. Klar, er hat sich unwohl gefühlt, klar, es war nicht die schönste Art zu leben, ganz und gar nicht, aber psychisch angeknackst war er meiner Meinung nach nicht so in gänzlichen Sinne, würde ich sagen. Aber das ist auch eine subjektive Meinung von mir, die gerne auch anders gesehen werden kann. Also wenn ihr anderer Meinung seid, dann schreibt das gerne. Aber ich glaube schon, dass er in seiner Art und Weise nicht wirklich beeinträchtigt war. Jetzt kommt aber noch dazu, und ich finde, das ist einer der größten Aspekte, als er dann herausgefunden hat, dass er ein Zauberer war, konnte er halt wirklich eine Trennwand zwischen der realen und der magischen Welt ziehen. Und das Schöne an der ganzen Sache war, in der magischen Welt hat er Herzlichkeit, Empathie und Frohsinn in einer so unglaublichen Menge erfahren, dass er, ja, diese Trennwand ganz locker ziehen konnte, weil, ja, in der Muggelwelt hat er halt diese ganzen Erfahrungen nicht gemacht, also die böse Seite seines Lebens quasi, so wurde es ja auch in den Harry Potter Büchern immer dargestellt, wenn er sich geärgert hat, nach den Sommerferien wieder zu den Dursleys zu müssen. Und eben die magische Welt, die das positive Äquivalent zur Muggelwelt für ihn war. Und ich glaube, wenn ein Mensch eben diese Möglichkeit hat, eine Trennwand zu ziehen, zu wissen, okay, die schlechte Zeit ist zeitlich limitiert und sie ist auch in ihrer Art limitiert, also sie, es gibt Möglichkeiten, sich dem zu entziehen, dann hat man auch die Möglichkeit, sich psychisch davon zu distanzieren. Und ich glaube, das war bei Harry ein wichtiger Aspekt, weil wenn er dann mal bei den Dursleys war, wusste er, okay, ich halte die Sommerferien durch und dann bin ich wieder mit meinen Freunden Harry und, er ist mit Harry und, ja, mit Hermine und Ron ist er dann wieder zusammen und mit seinen anderen Freunden aus Hogwarts und hat wieder die magische Schule vor sich und den magischen Unterricht. Und ich glaube, mit diesem Hintergedanken ist es auch wesentlich angenehmer, die ganze Sache irgendwie zu überstehen, sage ich mal. Und es ist als Beispiel, um das mal vielleicht so zu nennen, jemand, der Vollzeit arbeiten geht und einen Job nachgeht, den er vielleicht gar nicht leiden kann. Also so ein richtiger Scheißjob eigentlich. Der wird wahrscheinlich auch viel, viel schneller in Depressionen verfallen oder in psychische Nachteile, also in psychische Belastbarkeiten oder Belastungen oder wie man das auch immer nennen möchte, wenn er zu Hause auch keinen Frohsinn erfährt. Das heißt, wenn sein Job scheiße ist, wenn seine Privatsphäre scheiße ist, weil er, keine Ahnung, eine Freundin hat, die ständig nur Stress macht oder eine Frau hat, die ständig nur Stress macht oder Kinder hat, die ständig nur Stress machen oder, keine Ahnung, vielleicht auch gar keine Frau und Kinder hat und deswegen unglücklich ist, man weiß es ja nicht, dann ist die Person quasi auf der Arbeit schon belastet durch die Arbeitssituation und wenn er zu Hause ist, dann eben auch noch, weil ihm seine private Situation eben auch nicht gefällt. Und ich glaube, dann ist die Gefahr, in so ein Loch zu fallen, sehr, sehr groß, weil man einfach keine Trennwand ziehen kann und sich nicht irgendwo positive Energie ziehen kann. Wenn er allerdings einen scheiß Job hat und zu Hause, wenn er nach Hause kommt, hat er eine liebevolle Frau, eine liebevolle Freundin, liebevolle Kinder und wird dort liebevoll umsorgt bzw. auch behandelt und erfährt da eben sein Glück, dann hat man die Möglichkeit, über seinen vielleicht nicht ganz so positiven Job hinwegzusehen und eben das Beste daraus zu machen und zu wissen,
wissen, okay, es ist zeitlich limitiert, ich mache das Beste daraus und tue es ja auch für den größeren Sinn. Also eben in dem Fall, dass man Geld für die eigene Familie verdient, obwohl der Job einem vielleicht nicht ganz so passt. Aber wenn man dann nach Hause kommt, sieht man, wofür man es getan hat. Und ja, deswegen denke ich, könnte das ein großer Aspekt für Harry sein, dass er eben ja nicht in ein Loch gefallen ist und nicht irgendwie bleibende Schäden davon getragen hat, weil er eben keine Liebe bei den Dursleys erfahren hat. Und ja, aber da würde mich speziell mal auch eure Meinung interessieren. Ich glaube, ihr ahnt es schon. Deswegen, Leute, schreibt mir eure Meinung unbedingt gerne mal in die Kommentare. Ich wäre da wirklich extrem gespannt. Und warum muss ich ausstoßen? Ich habe heute noch nichts gegessen. Vielleicht, weil ich essen muss. Fragen über Fragen über Fragen. Und ich bin gerade dezent froh, dass wir, ja, das Kaktusheld hier direkt daneben haben, weil wir uns dadurch ein bisschen Aushöhlen sparen können. Ich meine, das Kaktusheld wird jetzt kleiner, aber, ja, wir brauchen ja nicht ganz so viel Clay. Zumindest, könnten wir uns auch ein Feld woanders machen. Und ich bin gerade auch im Überlegen, wir haben ja bestimmt noch ein bisschen Schwarzpulver, oder? Sollen wir als Finale in der Folge noch ein bisschen TNT anzünden? So ein bisschen Pyromane spielen? Ja, das ist doch toll, Leute. Ja, dann am Ende der Folge werde ich jetzt gleich nochmal ein bisschen Schwarzpulver ranholen und dann werden wir nochmal für explosive Stimmung sorgen. Oh mein Gott. Yay, das wird toll. So, jetzt muss ich ein bisschen was wegräumen. Ich nehme die Erde weg, ja. So, aber ich glaube, na, wir gehen jetzt mal lieber zurück, weil sonst sammle ich die ganzen Steine hier nicht ein, die ich abbaue. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, zumindest nicht nur. So, dann einmal hier hineinspaziert. Übrigens auch noch mal eine kleine Frage an euch. Ich weiß, ich habe die schon gestellt, aber jetzt... Caroline, was machst du denn hier? Seit wann kommen denn Schüler hier runter? Caroline, wenn das Emma sieht, ich meine Hermine oder Emma, ist ja auch egal, dann kriege ich Ärger. Raus hier mit dir. Du hast nichts gesehen. Nein, du hast nichts gesehen. Nein, hier ist niemand. Nein, guck woanders hin. Caroline, was machst du hier? Ich würde gerne Quidditch spielen, aber ich habe Höhenangst. Ja, okay, alles klar. Dann, ja. Keine Ahnung, wie die hier hingekommen ist, Leute. Ich hinterfrag das jetzt einfach mal nicht, weil so... Hä, Luise, was machst du hier? Wieso habe ich immer Pech bei Bertiebots Bohnen? Bah, kutteln. Ja. Hast du dich an meinen Bertie... Josephine! Hä, was ist denn hier los? Habe ich Geburtstag? Habt ihr etwa eine geheime Geburtstagsparty für mich organisiert? Josephine, habt ihr eine? Tut mir leid, da GLP, ich kann gerade nicht reden. Ich muss zu Professor Snape. Ja, dann bist du hier dezent falsch, liebe Josephine. Aber okay. Ja, wollen wir die mal lieber hier erstmal in Ruhe lassen. Ich habe keine Ahnung, was bei denen hier gerade los ist. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Weil normalerweise dürfen die Schüler gar nicht in die Base kommen, weil sie die Treppe gar nicht bedienen können. Ah, nein, sie sind einfach hier runtergefallen, ich Eselfischkopfkopf. Doofkopf, Idiot. Die sind einfach hier runtergefallen und dann hier so lang und dann sind sie hier hoch und dann sind sie hier lang und dann haben sie sich vielleicht nochmal am Kaktus gestochen und dann sind sie hier drüber und dann sind sie hier gewesen. Ja, das ist die Erklärung dafür. Alles klar, da weiß ich Bescheid. So, genau, TNT wollten wir ja noch, bevor ich das vergesse und euren Zorn auf mich halse. Mops, genau. Oh ja, Schwarzpulver haben wir dezent viel, Leute. Das könnte explosiv werden. Jetzt ist die Frage, ich könnte die Folge jetzt natürlich auch Explosion oder so nennen, aber wir haben ja schon das Thema, deswegen machen wir das so. Und ich brauche Sand. Sand. Nice. Sehr gut. Die Menge sollte auf jeden Fall reichen. Und dann machen wir uns mal ein bisschen TNT, oder was meint ihr, Leute? Die Frage ist jetzt gerade, wie macht man sich nochmal TNT? Das sind Fragen über Fragen, die ich mir hier gerade stelle. Aber ich meine, das muss so gemacht werden. Also man muss mehr Schwarzpulver... Ja, genau, ist richtig. So, und so. Und dann nochmal so. Ja, das war's. Wie viel haben wir rausgekriegt? Wir haben 21. Wow. Okay, Leute, gleich seht ihr die Explosion von 21 TNT-Blöcken. Und ich habe gerade dezent Angst. Ja, genau. Könnt ihr da hoch? Hallo, die kommen ja. Ja, genau. Erkundet meine Base. Kein Problem. Kein Problem. Jetzt habe ich endlich mal Besuch hier unten. Also nicht, dass ich nicht schon vorher Besuch hätte. Aber vor allem, es sind drei Mädels, Leute. Man könnte direkt böse Gedanken kriegen, was ich mir dabei denke. Aber nein, Leute, Hermine ist die einzig wahre. Ich habe außerdem nur ein Zweierbett und könnte nicht drei Mädels hässeln. Das ist der eigentliche Grund. So, ja, dann einmal nach oben. Hallo, Welt. Na, möchte noch jemand, ja, eventuell nochmal hier in meine Base spazieren?
So, einmal, ui, runterspringen. Und jetzt kommt's nämlich drauf an, Leute. Denn ich muss ja die Löcher so setzen, dass ich mir das Hogwarts-Geschoss nicht zerschieße dabei. Das könnte jetzt wirklich noch ein bisschen komplikationsmäßiger werden. Und ich weiß nicht, was ich mir bei diesem Wort gerade gedacht habe. Ja, dann versuchen wir einfach mal unser Glück. Kann ja eigentlich nur in die Hose gehen. So, da unten auch nochmal. Ja, das können wir auch hier oben zünden. Das hält ja eh runter. So, dann da nochmal. Und dann... Na, wobei... Ach komm, wir gehen mal auf Nummer Risiko, Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch ja andere Stellen noch mitsprengen werden. Aber... Ja, ist halt dann so. Und wir können es ja reparieren, Leute. Wir können es ja reparieren. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Stein eine viel größere Explosionsrate hat. Also, dass es hier schwieriger explodiert. So. Der auch noch weg. So, 13, 12. Dann würde ich sagen, setzen wir hier noch einen rein. Dann setzen wir da noch einen. Ja, wobei, der könnte schon knapper werden. Wollen wir mal hoffen. Dann setzen wir da noch einen rein. So, können wir noch irgendwo einen sinnvoll platzieren? Ja, können wir. Und zwar hier, würde ich sagen. So. Und ja, wo denn noch? Da könnten wir noch einen platzieren. Das wird auf jeden Fall ein großes Bums, Leute. Und ich habe dezent Angst, dass jetzt, wo mein Spiel eh schon so instabil ist, dass ich mir jetzt gleich komplett Minecraft zerschieße damit. Aber egal. Ich gehe jedes Opfer für eure Unterhaltung ein. We love to entertain you, Leute. Ja, oder nee, ich bin ja nicht we, ich bin I, ne? I love to entertain you. Genau. So, dann einmal Feuer... Ach so, haben wir schon in der Hand. Ja gut, dann, ja, wohin flüchte ich eigentlich in dem Moment? Ich würde sagen, wir bleiben mal auf dem Animagus drauf und zack und nach oben. So, jetzt bin ich gespannt. Oh oh. Hey, ich habe Animationen für Explosion ausgeschaltet, ich Esel. Ja, egal, Leute. Ist ja jetzt nicht so wild. Der Effekt bleibt ja derselbe. Und, liebe Caroline, ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, die du jemals im Leben hattest. Hallo, kann TNT da mal bitte in die Luft gehen? Das brennt da schon einige Zeit. Ah, jetzt hat sich's entzündet. Mal sehen, ob die anderen auch... Nein, natürlich nicht. Ja, dann müssen wir wohl mehr auf einmal anzünden, weil die sich nicht gegenseitig anzünden. Aua! Au! So. Na? Ach, komm schon. Au. Ja, komm, wir machen das mal eben so. Zack, zack. Zack, und jetzt aufpassen, dass wir nicht selber getroffen werden. Aua. So, damit haben wir jetzt dieses TNT verbraucht. Die vier restlichen hebe ich mir für nächste Folge auf, Leute. Weil wir dann immer noch die Möglichkeit haben, vielleicht größere Areale auf einen Schlag wegzusprengen. Ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Und ja, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn euch die heutige Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die aktuelle Idee von mir findet, das Ganze hier tiefer zu setzen. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden... Achso, übrigens, so eine Sache, Leute. Das hier werden wir natürlich weiterhin zugänglich lassen. Und bei den beiden Sachen da bin ich, oder bei den drei Sachen da bin ich mir noch nicht so sicher, aber das werden wir herausfinden in den nächsten Folgen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, macht was draus und bis zur nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Ciao zusammen!